So, jetzt hier. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout London hier bei mir auf dem Kanal. Ich mache mal was ein Bild für euch. So, und wie ihr seht schon, leider das mal ohne Webcam, weil ja wegen den ausgegebenen Grund, nämlich den hohen Temperaturen draußen, wenn ich die Webcam habe, dann muss ich auch hier diverse Lichter einschalten. Die sind natürlich alle warm. Und ja, das ist alles dann schwierig. Wir machen jetzt das mal ein bisschen ohne Webcam. Mal gucken, vielleicht geht die Temperatur wieder runter. Ich mache nur eine kurze Aufnahmesession, so dass es nicht nur ein, zwei Folgen sind ohne Webcam. Und dann sehen uns dann wieder quasi. Letzte Folge haben wir dann quasi den Lazarus befreit. Das war ganz cool. Und jetzt möchte ich gerne erstmal nach St. Paul's zurück und den Bischof überzeugen, Lazarus wieder aufzunehmen. Also könnten natürlich auch mal schnell, wenn wir hier auf die Map gucken, könnten auch mal schnell uns um den Chor kümmern. Das mache ich mal aus. So mache ich das. Diese Polizeizellen müssen wir noch finden. Wir haben noch einiges zu tun bei dem Spiel auf jeden Fall. Wir sind ziemlich am Anfang noch. So von der ganzen Quest, wenn ich mir das mal angucke. Aber ja. Langsam mühsamer nötig. Ein herzliches Eichhörnchen. Wintergarten ist hier. So, wir sind doch bestimmt in der Nähe von da, von mit dem Chor, oder? Hier ist der Handelsposten. Sammeln Sie das Gesangsbuch. Das wäre hier unten. Das heißt, wir können hier zum Einzelhandelsbedarf können wir reisen. Und hier oben. Ah, hier ist Bischof Wailer. Vielleicht können wir dann beide Sachen gleichzeitig abgeben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also wir können einmal mit Bischof Wailer sprechen. Und hier unten können wir dann gleichzeitig auch das Gesangsbuch abgeben. Das wäre natürlich auch cool. St. Paul soll wohl laut Dings nur eine oder zwei Nebenquests haben. Das kann man gar nicht vorstellen, weil es so groß ist. Und so detailliert erstellt. Das wäre ja schade drum eigentlich. Ich reise mal hier zum Brooks Einzelhandelsbedarfs, die Geschäft Gedöns. Gelöt. Und dann werden wir von da aus einfach dahin laufen, würde ich sagen. So ist der Plan jetzt. Was ist das für ein schönes Bild? Da London während des Ressourcenkrieges und schließlich des Ersten Weltkrieges schwere Luftwaffenangriffe erlitt, wurde die Londoner U-Bahn zu einer natürlichen Zufluchtsstätte. Gut zu wissen, danke. Protect und Survive Handbucheintrag Nummer 1630. Ich habe das Spiel jetzt auf eine SSD geschoben, auf keine M2-SSD, auf eine normale SATA-SSD. Also die Ladezeiten sind deutlich kürzer, aber Ladezeiten haben wir trotzdem noch. Es ist natürlich, man muss sich vorstellen, da ist ja noch Fallout 4 drunter und da wird ja das drüber geladen quasi. Also von daher kann man sich das schon zusammenreimen, warum das so lange dauert. So, jetzt wird Nacht. Ich gehe mal gucken, ob ich hier irgendwo pennen kann. Ich weiß, wir haben diesen Dienstrevolver jetzt. Machen wir Licht an. Hier waren wir, ich kann mich erinnern. Haben wir alles getötet. Gibt es vielleicht ein Bett, das man nutzen kann oder einen Sitzplatz? Ich würde lieber am Tag reisen, ehrlich gesagt. Ich habe nachts ein bisschen Angst. Das ist auch gut so. Das ist eine Bank, kann man die benutzen? Rotpatronen. Ne, leider nicht. Außen vielleicht. Aluminiumdose. Aluminiumdose. Die Übersetzung geht auch gut voran, sozusagen. Also ich habe da jetzt wir sind jetzt Version 8, also 08. Also ich bin Version 08 und ihr seid noch in Version 07, aber die 08 kommt direkt. Also demnächst sehr bald kommt die Version 08 von der Übersetzungsmod. Ich muss dazu aber sagen, dass wir was muss ich dazu sagen? Eigentlich nichts. Also viel das habe ich angepasst. Vieles Kleinkram, so kleine Syntax mit S und kein S und Plural, nicht Plural, solche Sachen und größere Sachen sind da eigentlich nicht. Glaube ich. Zu viel, was ich da jetzt schon geändert habe. Also sind einige Sachen eingeflossen. So, jetzt nichts zum Pennen irgendwie. Oh, hier ist eine Kiste. Die Kiste ist leer. Also muss man wohl im Dunkeln reisen. Ich hasse es. Ziemlich laut auf meinem Ohr das Spiel. Ich weiß nicht, ich hoffe, für euch ist das nicht so laut. Vielleicht dann nach der Aufnahme überprüfen kurz.
Wir müssen in diese Richtung, aber ich traue mich echt ganz ungern. Läuft da hinten. Ihr seht das nicht, aber da hinten läuft. Ach, so eine Art. Entweder ist das so ein Pferd oder ein Hirsch. Aber es sieht von hier aus wie ein Pferd aus. Es wäre so gut gewesen, wenn wir schnell pennen können. Oder wenn wir Skyrim einfach beim Stehen warten. Wäre so gut, wäre so schön, wenn es hier Autos gäbe. Ja, alles so gut. Bei Starfield sollen wo Autos reinkommen. Ist ja auch Bethesda. Ist ja quasi Starfield, ist ja quasi Fallout im Weltall sozusagen. Hat mir auch super mega viel Spaß gemacht. Aber bin ich auch schon 100 Folgen habe ich da gespielt. Aber ich habe dann erstmal jetzt eine kleine Pause drin. Aber wir werden spielen dann demnächst bald weiter. Und da kommt jetzt bald ein Update. Da soll wo Autos, da soll wo Autos reinkommen. Also Planeten zum Planeten fahren. Das finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Auch nichts zum Sitzen, ne? Nee. Hat da was eine Schiss, ey, ist echt ein Horror-Game geworden. Ekelhaft. Ist das doch so, das ist nur. Check mal die Map. Wir gehen in die falsche Richtung. Wir müssen nur ein bisschen in die Richtung. Oh, ich muss mal Redaway nehmen oder irgendwas. Hilfe natürlich. Red Away hier. Reicht das? Ein kleines Fuchssteak hinterher. What does the fox say? Leuchtende Blätter. Alles ein bisschen schwer zu finden hier. Jetzt eben hatte ich es schon. La 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 la, Fuchssteak hier. F. Ja, Eichhörnchen am Stiel. Oh, nehmen ist egal, habt ihr auch was zu essen. Ja. So, da sind wir wieder halbwegs aufgebaut. Kann ja gar nichts sehen, ne? So einfach ist es also nicht, dass das scheint hier irgendwie, dass diese große Mauer, ich weiß nicht, was das für eine Mauer sein soll. Da muss doch irgendwo eine Brücke oder sowas geben. Ja, gerade im Dunkeln, ich sehe, ich komme schon im Hell nicht klar mit der Navigation, dann soll ich im Dunkeln hier rumlaufen. Ist echt schwierig. Das nächste Bett, was wir irgendwie sehen, gehört uns oder Sitzplatz. Und dann warte ich erstmal bis Tag ist. Was leuchtet da so unnatürlich grün? Ich weiß es nicht. Oder jetzt die Pistole war auf der 9, ne? Oder? Ja, auf der 9. Muss uns merken, dass sie auf der 9 ist. Oh, das ist eine Art Wohnwagen hier, oder? Oh shit. Die Knarre ist gut. Der ist problemloser Kreuzschlüssel. 50% mehr Schaden gegen Roboter. Der tot? Läuft irgendwas draußen rum. So, wir kriegen hier haufenweise Rats. Aber wir haben eine coole, coolen Kreuzschlüssel dazu gekriegt gegen Roboter. Alter, die Knarre ist ja mega. Sozusagen. Aber ich kriege hier ohne eine Rats. Irgendwie was, irgendwas ist hier verstrahlt. Vielleicht können wir einen von den anderen Wohnwagen nehmen. Das Bett ließ ich eh nicht benutzen.
Hier ist so eine Art Wohnwagenpark. Ist das cool gemacht? Okay, wir müssen entsperren. Wir haben Bobby-Pins. Ich weiß auch nicht, warum das auf, beim Sammeln Haarnadeln heißt und hier in den Dings Bobby-Pins. Ich muss mich darum kümmern mal. Boah, Boah, was ist denn hier passiert? Bleh. Matratze. Oh Mann. Sollen wir hier wirklich pennen? Das seht ihr aus der nächsten Folge. So, 2 Uhr. Wir machen mal 5, 6 Stunden. Bleh. Wir legen uns mal 5 Stunden ins Blut. Nee. So, jetzt machen wir erstmal Heilung. Und zwar erstmal ein Red Away. Und dann dazu ein kleines Myrolog Omelett. Vielleicht. Und dazu dann noch ein kleines Köderkeulenstückchen. Mmh, lecker. Und das zum Frühstück? Oh, was ist hier passiert? Wasser trinken. Ja, bestimmt trinke ich das Wasser. Was spinnt ihr oder was? Schmutzige Kamera. Du könntest mal schnell die, das Ghoul-Dingsbums da angucken. Die Waffe. Den einen Stern ihr habt auf jeden Fall. Problemloser Kreuzschlüssel hier, genau. 25 Schaden. Ist eine mittlere Geschwindigkeit. Gegen Roboter. Können wir verkaufen von mir aus. Aber wir haben ja da noch kein Settlement und nichts. Was zum Henker? Was ist das? Warum kann ich es nicht mitnehmen? Ey, was ist das? Ich muss ein Screenshot machen. Kann ich drauf schießen? Gar nichts kann ich damit machen. Bautech. Morvex. Bautech hat es bis nach Dings geschafft. Oh Gott. Ich kenne diesen Fleischsack. Diese Fleischsäcke. Oh Gott, hoffentlich sind hier keine, keine Mutanten, Alter. Ich weiß nicht, ob wir uns gegen die wehren können zurzeit. Menschliche Überreste. Ne, was soll ich damit? Und noch mehr. Das ist hier Ghoulhausen oder was? Das sind wahrscheinlich die ganzen Wohnwagenfahrer hier gewesen. Die fahren ja auch wie Zombies immer. Wahrscheinlich sind alles Holländer. Tut mir leid an alle Holländer da draußen, die mich nicht ähnlich verstehen. Wir könnten jetzt hier noch groß durchluten, aber ich habe gar keine Lust, ehrlich gesagt. Aua. Nachladen. Na gut, gibt ja alles XP. Nehmen wir kein Loot. Das gibt's doch nicht, bleib stehen. Mistvieh. Aua. Gibt's nicht. Okay, ich muss auf Nahkampf wechseln. Ich hab's nicht getroffen. Aber ich hab's getroffen. Also für mich habe ich's getroffen. Aber mir ist nicht umgefallen. Entweder war hier also irgendwie, hat das irgendwie einen Hitbox, hat das irgendwie die, den Schuss abgelenkt. Ich weiß es nicht. Da ist noch einer. Hallo Ghoul. Oh, der hat mal 2 Tickets dabei. Oh, ist das nebelig. Na klasse. Wir lassen diesen Wohnwagenpark mal links liegen. Ich bin eh, ich habe vom Gewicht her, ich bin eh 277 von 305. Also wenn, dann müssen wir mal herkommen, wenn wir keinen... Oh, Doktorblatt. Im Original heißt es Dr. Leaves. Ich habe es auf Doktorblatt umbenannt. Weil es passend wäre, finde ich. Man könnte es natürlich auch Dr. Leaves lassen. Was ist das hier? Selbstgefertigter Stolperdraht. Den habe ich gar nicht gesehen. Ach, guck. Ja, das ist aber eh die Richtung, die wir hier mal. Hier ist die Straße, auf die ich gerne wollte. Reiselager ist eh gelöst. Wir kommen hier nochmal wegen Loot her. Granatenstrauß.
Granatenstrauß finde ich auch schlecht. Kindermahlzeit, Happy Meal. Kindermahlzeit. Na gut, das kann man so lassen, ne? Klemmbrett, Stimpack, gerollte Zeitung, Bleistift, Seesack, Kindermahlzeit. Muss man mal gucken, ob das eine Kids Meal wird es wahrscheinlich heißen. Original. Ich könnte mir vorstellen, das sieht aus wie ein Settlement hier, aber es ist kein Settlement. Es wird aber wohl insgesamt 7 Settlements geben im Fallout London. Aber ich habe noch nicht eins gesehen, welches ich da irgendwie bebauen könnte. Es wäre schön, wenn ich mal irgendwo meinen Loot hinbringen könnte. Das wäre echt gut. Endlich, hier ist die Straße, wo wir wollten. Mir gefällt das nicht, wie ich hier nichts sehen kann. Wir haben keine Munition mehr. Also, Fairmans Friend. Bist du zu stark? Ist er zu schwach oder wie das war? Und der Weg ist auf jeden Fall richtig jetzt. Okay. Okay, das ist ein fliegender Baum. Für den kann ich nichts. Wir müssen mal, ja, mal gucken. Wir hätten vielleicht noch ein Stündchen pennen sollen, ne? Mal, ob es hier jetzt runter geht. Das ist komplett dunkel, komplett, komplett vernebelt. Aber da müssen wir halt hin, gell? Ah, ich sehe nichts. Wasser, das ist Wasser, alles klar. Wasser ist schlecht. Wasser hat sehr hohe Radioaktivität hier, da sind Häuser. Da ist ein... Oh, ein Rathirsch. Innen müssen wir nicht töten, wir müssen nicht müssen. Hier so ein Herrenhaus. Das ist ja cool, das Settlement. Aber wir kommen nirgendwo rein, das scheint nur Deko zu sein. Mann, dieser Nebel ist echt der Hohn. Ist alles zu. Ich kann nochmal kurz einen Red Away nehmen. Vielleicht können wir einfach rüberschwimmen, vielleicht ist es nicht weit. Vielleicht kann man irgendwas skillen. Ich habe einen Punkt, hätte ich ja noch, damit wir nicht so viel abbekommen. Oder vielleicht kann man irgendwas nehmen. Strahlungswiderstand, Red X. Red Away, Red X rein und dann rübergeschwommen. Das ist halt gewagt, ne? Hier ist Schadenresistenz. Hier ist Roid. Rosa Waffeln. Ich nehme noch mal ein... eine Dose Hundefutter. Mystery Meat. Was der Eigenname ist? Ich weiß nicht. Machen wir einen Screenshot. Muss ich mir mal angucken. Heilungsprozess hat eingesetzt. Das wäre der richtige Weg jetzt hier. Aber ich glaube, wir kommen hier nur wieder ans Wasser. Wie ist denn überhaupt? 10.44 Uhr und sowieso Nebel. Ich glaube, das ist gescriptet. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich rum. Ich kann nur bis vor die Augen gucken. Also bis genau vor meine Nase. Ich habe keine Ahnung, wo wir rumlaufen, ehrlich gesagt. Ich habe gerade Schritte gehört. Ah, Brahmin. Höhe. Geil. Und da, wir sind ja gleich da eigentlich. Ein bisschen so, da ist irgendwas.
Okay. Falls wirklich noch ein bisschen Wasser kommt, könnten wir uns einfach einen Red RX reinziehen und dann durchschwimmen. Das wäre mein Vorschlag gewesen. Ah, eine Straße. Geil. Da ist dieser Nebel. Was ist das denn für eine Scheiße? So, wir sind kurz vor der Tür. Das ist ja sehr gut. Auf dem Rückweg benutzt man einfach die Schnellreise, würde ich sagen. Einmal. Immer die Schnellreise dahin. Nebel des Grauens. Echt krass. 40 Meter vor der Tür sind wir. Wir gehen weiter weg. Mauersratten. Wow. Was ist das denn? Mittlere Schweineratte. Habe ich ja noch nie gesehen. Schweineratte, muss ich mal. Ist das richtig übersetzt, oder? Ich prüfe das mal. Schweinerad, der klingt ja mal richtig falsch. Irgendwie. So 30 Meter. 27. Da kommt sie. Das ist zum Glück ist dasselbe Mist wie die normalen Ratten. Ich mag diese Axt hier. Aber ich habe gesehen, wir haben irgendwie bei dem ganzen Tohuwabohu in der letzten Folge haben wir etwas gelootet, und zwar hier ein Aluminium Baseballschläger Mod. Gucken, wo wir das drauf machen können. Würde mich mal interessieren. Da ist die Tür. Wir haben es geschafft. Flughafen Biggin Hill. Aua. Schnauze. Hat mir einfach eine Ferse ein bisschen Dreckvieh. So, RAF Kapelle. Schön. Okay, dann speichere ich hier an der Stelle mal. Und dann geht's rein in die Kapelle. Ich bin gespannt, was uns drin erwartet. Ich hoffe, nur ein gutes. Weiß nicht. Hier nochmal Doktorblatt. Weiß nicht, was wir damit machen können. Vielleicht irgendeinen Medizin erstellen, das würde irgendwie zum Namen passen, ne? Oh, aua, ich treffe das nicht. Ich treffe den nicht. Hier meine schlechte Hitbox. Ach, hier ist das Dings. Baukasten. Das Gesangsbuch. Mein lieber Herr Gesangsbuch. Abgeschlossen. Sammeln Sie ein Gesangsbuch im Museum. Aber das kann doch nicht alles sein, oder? Nee, das ist noch nicht abgeschlossen. Durch den Nebel siehst du aber auch hier nichts, ne? Aber so eine Kapelle kann ja auch nicht groß sein. Verbranntes Lifestyle-Magazin. Das sind auch keine Bilder im Raum. Das ist wahrscheinlich Papier am Ende oder Kohlenstoff. Wenn wir da rausziehen können dann. Da geht's wieder raus. Was ist das? Der Londoner Schlosser, das ist Locksmith, ist übersetzt. Der Londoner Schlosser, das ist hier London Locksmith. Umso besser wird das, das Knacken von Schlössern wird dauerhaft einfacher. Gerne, gerne. Gut, dass wir noch mal rumgeguckt haben jetzt hier. Verstrahlte Diesel, leuchtender Pilz. Wir können bald mal hin zu der Pizzatante. Alter. Die Marienkäfer, wer hat, haben die sich denn dabei gedacht, sag mal. Was geht denn im Kopf rum? Die sind komplett irre, die Typen, Mann. Ohne Witz.
Das Team Fallen arbeitet wohl jetzt an eigenen Spielen. Also die sind auch natürlich am Patchen. Hier mit Fallen London. Aber die wollen jetzt wohl eigene Spiele entwickeln. Finde ich gut. Passt auf jeden Fall. Die haben es auf jeden Fall drauf. Haben sie mit Fallen London besiegelt. Aber ich hoffe, dass sie internationaler werden dadurch. Heißt, dass die Spieler dann direkt mit wenigstens deutschen, also müssen ja nicht mal deutsche Sprachausgabe, das ist alles okay. Aber wenigstens deutsche Untertitel, das wäre schon nett. Für uns. Na los. Für uns Fritz, Leute. Es gibt noch so ein ähnliches Mod-Projekt, und zwar für Skyrim, nicht für Skyrim, für Elder Scrolls, und zwar Oblivion, nennt sich Skyblivion. Da haben sie Oblivion, das Spiel Oblivion, also Elder Scrolls 4 oder 3. Oh, hier geht's nach oben noch irgendwo. Ne, das ist offen, ne? Oh doch, das ist ein Raum. Da haben die Elder Scrolls, also die Oblivion, das Spiel Oblivion, den Vorgänger von Elder Scrolls von Skyrim, haben die auf der Engine von, also ist geplant, der auf der Engine von Skyrim zu veröffentlichen. Sind wohl, also es gibt ja schon Gameplay-Trailer, also es ist schon am Start, es funktioniert da schon. Über 230 Questen, kann ich mal das Ding irgendwo mal hochladen, was es da gibt für ein Pamphlet. Soll wohl angeblich mit Multiplayer-Mod werden direkt. Aber Erscheinungsjahr ist 2025, also wir müssen noch bis nächstes Jahr gedulden. Das trifft sich aber ganz gut, wenn wir dann mit Skyrim fertig sind und der Julia können wir wahrscheinlich mit Oblivion, also mit Skyblivion direkt weitermachen. Das wird sehr interessant. So. Wir haben das Gesangsbuch. Ich glaube, wir sind auch keine Feinde in der Nähe, also. Und jetzt dieser Nebel nervt mich eigentlich auch, deswegen machen wir jetzt eine kleine Reise nach St. Paul's. Jawohl. So. Die Bewohner von Brickton bevorzugen den Namen ihrer Stammesheimat und nicht den von den Tommys auferzogenen Namen Brixton. Aha. Die Namen aus der Vorkriegszeit bekräftigen möchten. Stellen Sie sicher, dass Sie das Richtige verwenden. Okay. Ja, gut zu wissen. Es war im Jahre 2077 der Atomeinschlag. Das weiß ich, habe ich gerade rausgelesen. Die Ereignisse spielen hier wohl zwischen Fallout 2 und Fallout 3. Das hat mit Fallout 4, also jetzt quasi im Commonwealth, die schöne Geschichte, die wir jetzt kennen und lieben, nicht so viel zu tun im Endeffekt. Das war weit vorher, kann man sagen. 100 Jahre oder 50 Jahre oder sowas. So, die Ladezeiten sind viel, viel, viel schneller. Ihr seht, ich habe auf eine SSD geschoben und ich habe auch das Gefühl, dass es weniger Abstürze gibt, ehrlich gesagt. Also macht es auf eine SSD das Spiel, das ist ganz wichtig. Und installiert nicht so viel Mods, schon gar nicht Mods nur für Fallout 4, weil die haben halt ihre eigenen Kategorien hier und das ist alles schwierig mit den Fallout 4 Mods. Es funktionieren nicht alle und viele führen zu Abstürzen. So, Padre. Reverend. Mathilda. Hey, Mathilda. Wir reden nicht mit uns. Hey. Greetings to you. Greetings to you. Ich habe den Gesangsbücher für dich. Ich werde bald wieder bei Ihnen sein. Ich habe einige, aber nicht alle. Hä? Okay. Oh, das wusste ich gar nicht, dass noch mehr sind. Ich dachte, wir sind fertig. Hä? Okay. Aber ich sehe gar keine, ehrlich gesagt. Inventar. Ach, ja, guck mal, fragen Sie, wo die Gesangsbücher zu finden sind. Ja, auf jeden Fall war es nicht falsch. Hier. To you. Do you have the hymnals? Nein, leider nicht. Tschüss. Ich werde bald wieder bei Ihnen sein. Ich habe eine Frage zu den Gesangsbüchern.
Ach so, wir haben uns ja das aufgeteilt. Stimmt ja. Museum haben wir abgefrühstückt, haben wir oben Polizeistation. This chorister, well, as it says in Hebrews, I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. But the police still holds their hymnal in evidence. A little blood wouldn't obstruct the notes too much, do you think? Okay. College. The scene was not made out of things which are visible. The church annals say this bright lad volunteered his glowing voice while producing glowing art. Mind his irradiated paint in the student housing. Alles klar. Erzählt mir was über den Flughafen. As Ehud escaped to Mount Ephraim to call the Israelites, so too did this chorister. Not all who walked in his house were righteous. A choir boy sought to fly away and bring back justice, but he fled too late. The bombs fell, but the terminal still stands. Alles klar. Ich muss gehen, danke. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich werde jetzt mit dem Wailer, Sergeant Baylor, sprechen. Dann ist hier dem Sergeant, den, weiß nicht, den Priester. Und wenn ich das getan habe, dann werden wir uns dann einfach alle Bücher holen, alle Gesangsbücher, dass wir die Quest abschließen können. Wer bist du denn, Alter? So, Sergeant, wo bist du? Sergeant, ich sag mal Sergeant, ist natürlich Blödsinn. Ist der da oben? Glaub nicht. Wo ist er? Lokalkarte. Doch, überzeuge den Bischof. Die Richtung, die ich gucke. Ist er über uns, oder was? Kann ja nur so sein. Das ist alles nur Siedler, die kannst halt. Dann kriegst du keine Questen, das ist nur so Füllmaterial sozusagen. Crispin. Weiß nicht, ob es eine Art Schlafsack gibt. Ah, da ist es, da ist er. Ey, Bishop! Alte, ey, bleib stehen, Kanone. Greetings, my child. Greetings. Ich möchte mit Ihnen über Lazarus sprechen, dass er wieder rein darf. Ja, der Rest ist alles so eine Sache. Ich möchte mit Ihnen über Lazarus sprechen. Yes. I've heard all about it from Father Luke. He seems to think it's an open and shut case. But concerning matters of the soul, that is seldom true. I am willing to grant him a second chance at life here in Sanctuary. Tell him he's free to return if he so wishes. I pray that he seeks God's grace. Sehr gut. Sag Lazarus, dass er in Sanctuary willkommen ist. Danke, Pater. Pater. Ja, das ist halt, ja. Finde ich gut. Ich hoffe, der nutzt seine zweite Chance. Gerade jetzt hier in der Apokalypse ist es wichtig, sich zusammenzuschließen. Habe ich so das. Würde ich meinen. Würde ich sagen. Und, ja, der ist ja schon hier, oder was? Der ist schon hier um die Ecke quasi. Gut zu wissen. Den Ausgang hier hinten. Hier stand diese blaue Polizeitelefonzelle. Der irgendwo rumhängt, der Typ. Kann nicht sein. Hier gibt's keinen Ausgang. Ich könnte hier innen kotzen, echt umsonst hier laufen. Archie, Crispin, die sind alle da drinnen, warum? Ja. Ne, hier gibt's keine. Wir müssen vorne raus. Das ist schwierig. Das ist echt
schwierig. Ich möchte gerne Lazarus noch Bescheid sagen in der Folge und dann in der nächsten Folge werden wir dann uns um die Bücher kümmern. Dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Aufnahmesession dann nicht so warm ist. Und dass ich endlich mal die Zeit finde, mal am Stück hier mal ein bisschen länger zu spielen. Kommen immer nur so ein, zwei Stunden, dann ist ja, muss ich noch andere Sachen machen. Wir haben zu viele Projekte offen. Sozusagen. So, zack. Die Tür durch hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe einen kleinen Schnitt reingemacht. Ist natürlich am Regnen hier jetzt ohne Ende. Die Audio eine Sache richtig. Sonne, ja, Regen. Ich höre es nicht, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch nichts abgedreht. Ne, ich höre keinen Regen. Also wenig, ich höre den Donner und den Wind. Regen nicht. Also es plätschern. Oder als Lazarus. Hey, Lazarus. 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 My savior. How can I help you? Ich habe mit dem Bischof Vaylor gesprochen. Er ist bereit, Ihnen eine zweite Chance zu geben. Really? Why? Yes. I don't know what to say. Thank you. He's a good man, Bishop Vaylor. I should tell him as much. If you're ever in Sanctuary, be sure to stop by if you need supplies. More wholesome goods, mind you. And at a discount, of course. Nice. Okay, Lazarus gibt uns jetzt 20% auf alles, außer Tiernahrung natürlich und Sachen mit ohne Stecker. Deswegen freue ich mich schon ein bisschen drauf. Aber für den Moment sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen in der nächsten Folge, wie wir die Bücher sammeln. Und dann würde ich jetzt sagen, ja, wir sehen uns in London.